So viele Kriegsschauplätze hier bei dem ganz großen einen Krieg, den wir führen, wir Zulu gegen die Europäer, gegen die Deutschen und gegen die Portugiesen und gegen die, ach ich weiß schon gar nicht, gegen alle Weißen überhaupt hier auf dem schwarzen Kontinent. Innerhalb dieses großen Krieges gibt es auch noch viele, viele kleine, an vielen kleinen Kriegsschauplätzen. Man weiß nie genau, was der Folgenwechsel, der Rundenwechsel bringt an Überraschungen, wo man angegriffen wird und ob es nicht vielleicht auch das ein oder andere zivile Opfer gibt. Zum Beispiel die Wale, die dann südöstlich von Mosambik hin und her schwimmen. Ob die nicht vielleicht auch zu Kriegsopfern werden? Denn sind es nicht die Wale, die in Kriegen als erste leiden, Schomburg? Ein sehr guter Einwand. Das ist meistens so, ja. Hallo. Das ist Schomburg. Hallo, mein Mit-Let's-Player hier beim Afrika-Szenario von C5. Und ja, ach so, ja, genau, das sind die anderen, das sind die Zuschauer. Hi, hallo, 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 liebe Zuschauer. Um mal kurz zu den Walen, die so furchtbar leiden, zurückzukommen. Das ist wirklich ganz, ganz furchtbar und sehr, sehr traurig, dass wir darauf angewiesen sind, auf Waljagd zu gehen, um unsere vielen Impi-Krieger zu verköstigen. Insofern sind die Wale wirklich die ersten Opfer dieses Krieges hier. So viele Impi-Einheiten haben wir, unglaublich viel. Da muss man scrollen, um die alle überhaupt ins Blickfeld zu bekommen. Eine Runde weiter und mal gucken, welche fröhlichen Massaker der Rundenwechsel bringt hier. Ich würde sagen, du spendierst den Walen mal ein kleines Leckerli auf den kleinen Boot da in der nächsten Runde. Ich werde ihn ein bisschen Plankton rüberschaufeln. Ja. Liebe Zuschauer, wenn ihr was mit beisteuern wollt hier für den Tierschutz bei unserem Let's Play, dann spendiert doch ein bisschen Plankton auf unserem Plankton-Paypal-Konto. Oh, wir werden angegriffen. Wieder vom Panzerschiff. Von der Fregatte. Die halten das aus. Ich glaube, die halten das aus. Unsere Impis sind stark. Nein. Schon wieder. Running Gag. Mosambik ist angegriffen worden. Und wurde erobert. Oh, und da unsere. Oh, die greifen die Tribocke an. Die sind klug. Nein. Ah, wir haben zu laut geredet. Jetzt greifen die den Impi-Trupp da an und killen ihn. Hohe Verluste. Und da hatten wir ja gar nicht mit gerechnet, mit den armen Impi. Nein, überhaupt nicht. Ach, wie traurig. Wie mühselig, so viele Krokodilstränen jetzt vergießen zu müssen. Ja. Oh, ich meine, Impis können wir neue bauen, aber das arme Holz für die Tribocke. Ja, echt, das ist der größte Verlust, genau. So viele Bäume gibt es hier nicht. Also viele Bäume haben wir tatsächlich nicht, denn wir müssen ja immer heizen hier, unseren großen Kommandeurspalast, den wir hier haben. Ja, natürlich, ist ja kalt draußen. Bitterkalt hier in Afrika. Mhm. Ich hätte gerne Temperaturen konstant um 35 Grad hier in meiner Let's Player-Sauna, wo wir den Kartentisch aufgebaut haben. Ja, und die Fenster müssen aber offen bleiben für die frische Luft. Die dürfen wir nicht vernachlässigen. So ist das. Ein bisschen Komfort braucht man ja als Kommandeur. Und apropos Tierschutz, selbstverständlich, ja, es kamen Gerüchte, dass die Pfauen, die wir hier halten, um die Pfauenfedern zu gewinnen für die weißen Sklaven, die mit den Pfauenfedern fächeln, uns die kühle Luft zuwedeln, dass diese Pfauen eventuell nicht in biologischer Landwirtschaft gehalten werden. Die werden natürlich in Bodenhaltung gehalten, die Pfaue. Und die werden auch ganz, ganz lieb gerupft. Und das hat sogar kulturellen Hintergrund. Wir brauchen die auch für die Impis. So ist es. Wir haben einen großen Federnbedarf hier. Ja, also erstmal, bevor wir uns so bitteren Sachen zuwenden, wie sieht es aus in Mosambik und wo haben wir sonst noch Leichen produziert, wollen wir mal ein paar gute Sachen machen, die wir ja generell doch am liebsten machen. Lametta verteilen. Genau, eine Büffelbrust. Wir verleihen hiermit eine Büffelbrust an den MP. Ein schöner Orden, den würde ich gerne mal live sehen. Und jetzt verleihen wir ihm noch die Büffellenden. Okay, die möchte ich nicht sehen. Nein. Wir pieksen. Aber sehr, sehr männlich. Wir heften ihm Büffellenden an. Das ist der männlichste Impi überhaupt. Also, ja, zweifelsohne. Nenn den doch mal um in He-Man oder so. In He-Man? Das ist eine fantastische Idee. Ich glaube, das geht bei C5 aber leider nur, wenn die Erfahrungspunkte bekommen haben. Achso, haben die ja. Ach, die hätten wir vorher umbenennen müssen. Da hätten wir eventuell so ein Edit hier gehabt. Jetzt nicht. Egal. Wir denken uns das. Ja. Okay, das war jetzt der ernste Teil des Let's Plays. Kommen wir jetzt zu den kleinen Sachen, die nicht ganz so wichtig sind wie den Kämpfen. Oh, schau mal hier. Wie sieht es in Mosambik aus? Irgendwie sieht es da gar nicht mehr aus, oder? Es ist nur noch ein Schiff mit einem kleinen Hütchen nebenan. Tja. Das liegt quasi auf dem Trockendock. Das ist ein Nichtschwimmerschiff.
Das liegt hier auf dem Sand und wiegt sich in den Sanddünen hin und her. Ja. Das ist ein echt lustiges Bild, muss man schon sagen. Das ist schon sehr, sehr hübsch gemacht, finde ich. Könnte ein Freizeitpark werden. Ich glaube, das sieht deshalb auch so angekokelt aus, weil es brennt. Das Feuer bricht, kommt mittlerweile rüber von den brennenden Hütten hier. Wie wäre es? Selbe Prozedur wie jedes Jahr, würde Freddy Frinton jetzt fragen. Ich glaube schon, oder? Ja, ich denke schon. Wir machen das, was wir bei jedem Folgenwechsel in Mosambik machen. Wir versenken ein Schiffchen. Aber pass auf den Tigerteppich auf. Oh, definitiv. Ich will mich doch nicht hinlegen. Muss ich denn jedes Mal ein Schnäpschen zu mir nehmen oder einen Rotwein süffeln? Auch ich persönlich hätte da nichts gegen. Das würde bestimmt eine lustige Folge werden. Ja, Hacken zusammenschlagen und ein bisschen und einen picheln. Na, ich vertrage so schlecht Alkohol. Das macht die Sache ja nicht unbedingt schlimmer. Für uns. Für mich nicht, für die Zuschauer eventuell weniger. Könnte wirklich eine denkwürdige Folge hier werden. Nein, ich schnuppere einfach ein bisschen am Franz-Brandwein, mit dem ich hier die Impi-Krieger bisweilen einreibe. Das steigt mir schon genug zu Kopfe. Feuer auf Mosambik hier. Ja, feuerfrei. Mit dem. Achso, wir können den vorher noch befördern, guck mal. Ja, ist doch super. Der steht auch so weit weg, dass er die Schiffe nicht angreifen kann. Das ist eigentlich Pott wie Deckel, ne? Womit greifen wir an? Was bringt das Mittlere nochmal? Also Einheiten gegen Einheiten, Angriffe. Ich wäre eventuell hierfür. Deckung. Weißt du warum? Verteidigung gegen alle Fernangriffe. Weil den das auch ein bisschen schützt vor den Schiffen. Ja. Ja, versuch doch. Könnte man Tribok da rein? Naja, das geht schneller kaputt als die Impis von dem Schiffsfeuer, oder? Ich glaube auch. Feuerfrei auf Mosambik. Schiffe versenken, auch ein schönes Spiel. Jetzt können wir hoffentlich ja noch öfter spielen. Ach, der ist noch gar nicht. Ah, das reicht gar nicht. Noch ein Angriff auf Mosambik mit einem weiteren Tribok. Mhm. Die kleinen Hütchen da, die müssen aus Stahl gebaut sein. Unfassbar, ne? Wie viel die aushalten? Wie haltbar die sind. Noch ein Tribok. Das ist. Noch ein Angriff. Okay. Oh, ja, und der reicht noch nicht ganz. Das ist sudische Wertarbeit. Ja, das stimmt. Aber jetzt, kaum noch Lebenspunkte, jetzt marschieren wir da ein, mit dann welcher Einheit? Dasselbe Problem, ne? Jetzt greifen wir da an, haben einen halbvollen Impi da drin stehen und nächste Runde. Ich habe ja die Hoffnung, dass die nur noch, dass sie keinen Panzerschiff mehr in der Nähe haben, sondern nur noch die Fregatten. Und die Fregatten sind ja Fernkampfeinheiten, die können Mosambik nicht einnehmen. Ah ja, stimmt, das Panzerschiff geht ja kaputt. Ja, versuch doch, wir sind guter Dinge. Genau, die Frage ist, was geht halt als erstes alle, der Vorrat an Panzerschiffen oder der Vorrat an Impi? Ach, wir haben doch noch jede Menge Faue, die gepflückt, gerupft werden wollen. Ja, genau. Ich würde vorschlagen, Attacke hier. Und los. Soll ich ankündigen? Ja, bitte. Countdown. 3, 2, 1. Attacke. Yeah, mit brennenden Speeren. Ha. Ja, selbe Prozedur wie jedes Jahr. Die ja, Stadt ich würde sagen, das dritte Mal. So. Wir sind unerbittlich. Doch, dritte Mal jetzt. Naja, dritte Mal. Aber wenn die nochmal überleben, dann würde ich sagen, lassen wir sie stehen. Wer sich so tapfer schlägt. Jetzt haben wir hier diesen Siedler. Bad Blackie kann. Achso, genau. Wir müssen noch Entschuldige. Den Siedler wollte ich Richtung hochziehen. Richtung Mosambik. Bad Blackie kann wieder einmal schießen. Am besten hier drauf. Auf die Fregatte, die schon angeschlagen ist. Sehr schön. Und ich gehe mal hier zurück. Die anderen Einheiten hier rund um Mosambik. Können wir da irgendwas tun, um die da zu unterstützen? Nee, ne? Weißt du, was ich jetzt mal machen werde, um uns zu unterstützen oder mich bei der Bildführung? Ich mache mal etwas, was man als Let's Player gar nicht machen sollte, nämlich während der laufenden Aufnahme ins Optionenmenü klicken und bei den Spieloptionen anklicken auf... Wo geht das? Dass das nicht immer automatisch eins weiterspringt. Das müsste doch. Hier, bei den automatischer Einheitenwechsel. Genau. Den mache ich mir mal weg. Weil da habe ich bei dem Beyond Earth Let's Play eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht. Dann bleibe ich immer beim Kartenausschnitt hier. Der Impi, der kann hier stehen bleiben, ne? Ja, außer du willst jetzt nochmal alle näher ranziehen, in der Hoffnung, dass... Ja, aber der ist jetzt ja gerade... Ach, das klappt jetzt.
Wir könnten natürlich auf Nummer sicher gehen, den ein Stück vorziehen und den Impi dann hierhin. Sollten wir schon machen, ne? Doch, machen wir. Ja, dann mach das doch. Das war jetzt gerade auch meine Überlegung. Ja, das hier ist... Ach ja, so kann er von da aus kann er auch angreifen. So können die stehen bleiben. Der bleibt stehen. Der bleibt stehen. Ja. Der bleibt stehen. Der bleibt stehen. Der hier hat eine Straße gebaut. Der hier hat eine Straße gebaut. Da ist eine Straße schon gewesen. Wir wollen eine Straße Richtung Norden bauen. Der hat die Modernisierung repariert gerade. Ja. Sollen wir den mal hier hochziehen und ganz mutig sein und gucken und schon mal eine Straße Richtung Sansibar bauen? Würde uns das stören, wenn er geklaut wird? Ist doch nur ein Bautrupp. Ich finde das ganz gut, dann hätten wir nämlich die, dann müssten wir den nicht mehr von Hand auflösen. Ja, und wir holen ihn natürlich irgendwann zurück, wenn wir Sansibar erobert haben. Definitiv. Straße bauen hier. Oh, schon fertig. Die Straße ist durchgängig, ja. Oh, das hatte ich gar nicht gesehen. Pardon. Dann kann der... Ich mach mal das Hexfeldraster an. Wo wollten wir nochmal unseren Siedler eigentlich bauen? Also wenn der Plan klappt und Mosambik tatsächlich erobert wird, dann wollten wir ja eine Stadt bauen, irgendwo da, wo die nicht von einem Panzerschiff erobert werden kann. Also auf einem dieser vier Geländefelder hier. Ja, ich würde sagen, da wo im Moment... Na, wenn ich jetzt sage, die Impi steht, gibt es da einige Fälle. Wo du, wo du davor mit der Maus warst, ein höher. Der hier. Genau, da sind wir schön nah an den Geländefeldmodernisierungen. Genau, und das wäre ein guter Platz, weg. Ja. Hätten wir direkt daneben Pferdchen, hätten die Impi was zu futtern, würde genug bringen an Produktion und an Nahrung und... Den Reis da oben, Zucker ist es. Ups. Zucker, genau. Ja, stimmt, damit wir sind ja nicht in China. Ja, damit kann man das Pferdefleisch dann würzen, mit dem Salz kann man es gleichzeitig salzen. Oh, super. Ja, das ist doch perfekt. Und zwischendurch kann man hier mit dem... Die Wale kann man leider dann, ja... Eventuell könnte man noch so ein bisschen Walspeckklumpen drüber streuen, das Ganze auf Stein sotten. Ich wohne ja ganz nah bei den Niederlanden. Jetzt denke ich natürlich bei Pferde und Salz nur an Fleischrollen. Da passen Wale auch gar nicht rein. Na dann. Bist du ein halber Kaskop? So ähnlich, ja. Aber wir sind hier direkt an der Hauptquelle, ja. Jetzt verlieren wir die ersten Zuschauer, weil die gleich googeln, was Kaskop wohl bedeuten könnte. Nur mal zurück zum Thema. Was machen wir mit dem Bautrupp? Straßen? Ja. Nee, ich überlege nur. Ich würde sagen, Straßen. Können wir schon mal weiterbauen hier. Weiterziehen hier. Hier hochziehen und dann Straßen bauen. Ja, ja. Sonst tu doch erstmal ein Feld nach vorne. Du kommst jetzt ja eh nicht so ganz hin, genau. Und dann kannst du nächste Runde da rein. Oder wolltest du da schon bauen? Nee, aber hier, wenn ich den hier hinziehe, dann könnte der in der nächsten Runde hier schon mit Bau beginnen. Ja. Ja, dann kannst du mit dem da oben, genau. Genau. Okay, und dann haben wir noch hier den Bautrupp. Was macht der? Ach, mehr Seebautrupp. Wolltest du es nicht reparieren? Definitiv. Und die anderen können hier stehen bleiben. Ja. Oder willst du die schon hochschicken? Solange Lass uns mal abwarten. Ja, lass uns mal das Fell des Bären nicht zerteilen, bevor der Bär nicht mausetot ist. Bärentot ist. Genau, immerhin haben wir es hier mit den stärksten Hütchen der Welt zu tun. Tja, definitiv. Ganz viele Tribocke. Tribock hier, Tribock hier. Der wurde zerstört, der Tribock hier. Bitter, bitter, bitter. Hier wurde ein Impi zerstört. Bitter, bitter, bitter. Du könntest ja einen Schumbock hinstellen, aber ich kann nicht so weit schießen. Ja, stimmt. Wir haben ja die Spezialeinheit Schumbock jetzt in unseren Reihen und wir haben in Zulu's Pride die Möglichkeit, auf Pferde zu schießen. Auf Pferde? Auf Pferde. Mit Menschen drauf. Ja, dann. Du schießt ja von oben, wie der Pfeil da anzeigt. Du triffst die Pferde ja gar nicht. Genau. Oh, jetzt fallen die Pferde auch um. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Die schlafen nur. Die schlafen, genau. Die haben sich jetzt aufgelöst, während die geschlafen haben. Also da vielleicht doch Raumschiffe? Oh, das war blöd hier.
Ihr benutzt derzeit mehr von der Ressource Code, als ihr habt. Alle Einheiten, die diese Ressource benötigen, werden weitaus weniger effektiv kämpfen. Wir haben gar keine Einheit. Ja, ich wollte doch gerade sagen, was haben wir denn für Einheiten, die Kohle verbrauchen? Ich denke, wir haben in mehreren Städten Fabriken, weil wir die Fabriken übernommen haben. Hier in Mosambik, da ist sicher eine Fabrik. Ja. Ja. Sollen wir mal gucken, ob wir die verkauft kriegen? Jetzt, während des... Das wäre doch geil, pass mal auf. Können wir noch Geld bekommen? Ja, 60 Gold. Das ist ja... Oh, das hätten wir früher machen können. Nur können wir 3 Runden unsere Soldaten mitbezahlen. Das finde ich mal gut. Da hätten wir noch 3 Unterhalt. Genau, da hätten wir vorher schon anfangen können, hier Seehäfen abzureißen und Kulturgebäude wie Opernhäuser und Amphitheater. Ja, die Kultur, die bringt uns doch Punkte. Also die Stadt brennt jetzt eventuell. Ja, das stimmt. Und ist im Untergang geweiht, aber die Bürger gehen weiterhin in die Oper. Ja, und bringen uns Siegpunkte, ist doch schön. Bringt uns das denn wirklich Punkte, solange wir hier, ist ja ein leerer Platz. Der bringt doch an sich auch einen. Ja. Ja, du hast recht, du hast recht. Produktion wählen. Silischieb schießt jetzt erstmal. Oh, ich habe aber noch eine gute Nachricht für dich. Ja. Jules Verne hat sein Werk fertig und wir haben die Punkte tatsächlich jetzt bekommen, sehe ich gerade. Oh, wir haben sogar Tüchtigen. Guck mal, wir sind Jules Grévy im Nacken, dem punkteführenden Franzosen, dessen Reich ganz im Norden liegt des afrikanischen Kontinentes. Deshalb können wir leider nicht bei ihm persönlich aufwarten mit unseren Impi-Kriegern, ihm gratulieren zu seiner führenden Position und ihm dann den Speer in die Rippen stechen. Der ist einfach zu weit weg, aber wir sitzen ihm im Nacken punktetechnisch. Ja. Da sieht man mal wieder, dass das beste Bundy-Zitat zieht halt immer wieder. Es ist falsch, Franzose zu sein. Nein, das sagt er wirklich. Ja, da gibt es auch diese No-Man-Regeln. Oh. Ich glaube, die zweite oder die dritte ist, es ist falsch, Franzose zu sein. Hm. Das wäre auch ein Held. Wir könnten demnächst eine unserer Einheiten mal in Ted Bundy? Nein, das Ted Bundy wäre vielleicht noch besser. Der hätte gewisse Fähigkeiten, die er unseren Soldaten geben könnte, nämlich die Sonderbeförderung Serienmörder. Aber was Zitate angeht, sind wir ja eh flexibel. Das stimmt. Da können wir auch mal umschreiben. Auch in Sachen Moral sind wir sehr flexibel. Attacke auf den hier, ne? Ja, man muss ja nicht immer alles nur schwarz und weiß sehen. Ja, Feuer. Also ich sehe hier nur schwarz und weiß. Die Schwarzen sind wir sind die Guten, die Weißen, das sind die Bösen. Mal in der Tat gerade, diese Soldatenuniform zu den Zulus ist schon ein guter Kontrast. Das ist schon sehr bildhaft hier, ne? Ja. Sag mal, wir haben einen Impi verloren, jetzt stehen die Rücken hier gleich mit 2 Schützen an. Das könnte ein bisschen kritisch werden jetzt, ne? Ja, da helfen uns, glaube ich, die hohen Mauer auch nicht viel. Ich guck mal, ob ich dem noch ein bisschen hier zum... so richtig viel werden wir hier nicht an Toten produzieren durch den Tribok-Angriff, aber... Ja, aber den kannst du, glaube ich, ruhig noch schießen. Der kann ja eh nicht angegriffen werden. Vielleicht erschrecken wir den wenigstens. Ach, guck mal, einen haben wir getötet tatsächlich. Dem ist ein Steinklotz auf den Kopf geplumpst. Der hier, der kann auch angreifen. Okay? Ja. Ja. Irgendwie müssen wir die ja klein kriegen. Geht halt nur über die Zeit. Das Gute ist, wir haben ja hier eine Zitadelle. Und die Zitadelle, die hat ja den Effekt, wenn eine gegnerische Einheit bei einem Rundenwechsel verbleibt auf einem benachbarten Feld, verliert die ordentlich an Lebenspunkt. Deshalb wäre das vielleicht gar nicht mal so unklug, die hier in die Nähe zu locken. Den Impi da wegzuholen. Genau. Ja, dann zieht ihr doch da, ja. Hier hin? Ja. Und den Bautrupp, den lassen wir als Köder hier stehen. Genau, zieh den doch auf einen der Triebe. Wolltest du den da stehen lassen? Genau, da stehen lassen. Mein liebstes Hobby. Bautrupps da einstellen, wo die Einheiten hinziehen sollen. Okay. Oh, guck mal hier. Zoom doch nochmal. Dem der geht's ist ganz süß. Schlecht. Wie? Der hat sein ganzes Minending da für sich alleine. Meinst du, der ist glücklich, weil er da zwar einsam ist, aber glücklich mit sich alleine? Das ist ein Fahnenflüchtiger. Der ist stiften gegangen. Stimmt, da ist keine Fahne an dem Gewehr. Der ist mir sympathisch. Der will nicht mehr für die böse Sache kämpfen. Schau mal eben, der Bautrupp, der ist doch auch weiß. Der gehört doch gar nicht zu uns. Der trägt eine Tunika. Ja, das sind Weiße, das sind Kriegsgefangene. Eindeutig Deutscher. Ja, definitiv. Oder Portugiese. Also der bleibt hier als Kriegsgefangener einfach eine Runde stehen. Produktion wählen, in Silly Sheep. Noch ein Impi, ne? Okay? Ja. Oder noch ein Bautrupp, damit wir Leute haben zum Opfern. Ich weiß nicht. Köder. Komischerweise gehen uns auch die Impis aus. Ja, habe ich auch gar keine Erklärung für.
Produktion wählen in Ulundi, noch ein Impi. Obwohl, guck mal, die Trimbocker, die sind ja teurer als die Impi. Und jetzt hätten wir einen, weil wir noch einen Produktionsüberschuss hätten. Der würde genauso lange brauchen. Ja, dann bau doch. Ausnahmsweise mal einen Tribock, ne? Ja. So, und jetzt sind wir hier im Kampf. Machen wir erstmal hier. Machst du erst da. Machen wir erstmal hier. Paul Elizabeth. Das, wo wir schlecht aussehen zum Schluss, finde ich gut. Das Blöde ist, wir können nur mit dem schießen. Stimmt, der zweite ist ja weg. Aber das machen wir jetzt auch. Ja. Der eine. Ne, die müssen erst aufbauen. Das reicht nicht. Das reicht noch nicht. Wir müssen die noch eine Runde beschießen. Den hier hin. Also hier natürlich nicht, weil auch hier ist eine Zitadelle vom Feind. Also hier hinziehen. Ja, Panzerschiff steht direkt daneben. Die Panzerschiffe schießen nicht, ne? Die machen... Nee, die greifen also nur direkt aufs benachbarte Feld an. Genau. Das sind Schiffe, die Nahkampfeinheiten sind, spieltechnisch gesehen. Da stehen halt Piraten drauf, die dann rüberspringen. Ist doch vollkommen logisch. Bist du persönlich im Real Life eigentlich eine Nahkampfeinheit oder eine Fernkampfeinheit? Ich bin, glaube ich, nur eine Einheit. Nein, du bist ein Bautrupp. Einige würden vielleicht sagen, ich wäre sogar zwei Einheiten, aber... Ich bin ein Siedler, glaube ich. Baue und baue immer was. Und nein, ich bin natürlich kein Siedler. Wenn man was baut, löst man sich ja auf. Ich bin kein Siedler. Ich bin, jetzt hätte ich fast gesagt, ein großer General, aber das wäre so ein peinlicher Moment der Selbsterkenntnis, dass man unter Größenwahn leidet. Na gut, aber ich habe dich ja auf der Gamescom gesehen und da war das Verhalten doch schon sehr siedlertypisch. Ich habe dich getroffen, wir haben Camp gegründet, dann ist Tom gespawnt. Stimmt, tatsächlich. Da waren wir auch plötzlich drei Let's Player. Ja, das stimmt. Der Tribok hier bleibt hier stehen, genau. Und der Impi bleibt da auch stehen. Der Impi bleibt da stehen. Der Impi bleibt da stehen. Der Impi hier. Der leidet. Oder der so, zieht an. Der zieht noch eins vor, um sich zu opfern. Oh, ja. Guck mal hier. Hatte ich gerade schon. Was ist denn? Ein Panzerschiff. Der kann doch da nicht angreifen, oder? Nee, der kann, wenn wir die Stadt erobert haben, in dann der nächsten Runde. Genau. Aber das wird er nie tun. Nein. Sollen wir den vorziehen, dann können wir den nämlich eventuell opfern. Ja, hör mal bitte weg, Impi. Dann könnten wir den opfern. Der steht dann eins vor, wird eventuell nochmal beschossen oder auch nicht und könnte dann Paul Elizabeth angreifen und dann ruhig Harakiri begehen. Das wäre so eine Art Selbstmordattentäter. Ja, ich hatte vorhin schon mal, ob es nicht vielleicht lohnen würde, einmal mit so einem Impi da, mit so einem Vollen da anzugreifen, damit der beschossen wird. Aber da drei Schiffe stehen, lohnt sich das, glaube ich, nicht. Ja, tu mal den da hinziehen. Falls er nicht beschossen wird, könnte der hier das Sägewerk plümpern. Um Gottes Willen, was war denn das? Gut, der würde das also plümpern. Ich glaube, wir haben ein neues Wort kreiert. Ja, das ist, wenn man unordentlich Sachen plündert. Ja, wenn man plündert und dann dadurch gesünder wird, dann hat man geplümpert. Unglaublich. So, jetzt sind wir wieder im Norden hier. Also um die haben wir uns gekümmert, die haben wir abgefrühstückt in Paul Elizabeth. Jetzt kommt hier das Problem mit den Deutschen. Ja, immer wieder. Oder inzwischen sogar mit Portugiesen und Deutschen. Gemischt, ja. Zusammengetan. Ach, weißt du was, aber darüber denken wir jetzt mal in Ruhe kurz nach, während eines Folgenwechsels. Und dann zeigen wir euch das dann gleich hier. Den Angriff auf die Deutschen. Nicht auf euch, nur auf die da. Nein, natürlich nicht. Hast du irgendwie ein komisches Gefühl, wenn ich sowas sage wie, komm, lass uns die Deutschen angreifen? Nö. Als Kaskop nicht. Genau. Ist ja auch kein Wunder. Ich teile ja auch eine Grenze mit den Belgiern. Mit denen auch, aber nicht hier. Hier sind es ja die ganz, ganz Bösen hier in diesem Szenario. Die Belgier, die haben so furchtbare Kriegsverbrechen gemacht im Kampf gegen die Einheimischen, gegen die Schwarzen hier im Zeitalter des Imperialismus. Du teilst eine Grenze mit den Belgiern und eine mit den Holländern? Ja, du nicht auch? Ich sitze ja und lebe ja in Köln. Ich teile eine Grenze mit den Düsseldorfern. Oh nein. Und du sagst, ich bin arm dran. Über Düsseldorf darf man in Köln ja nicht reden. Das ist ja die verbotene Stadt. Okay,
einen Folgenwechsel. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.